So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir werden, eine unserer Gäste hat gesagt, wir werden mit dem weihnachtlichen Flimmern leben müssen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir dennoch also einen sehr eindrucksvollen Vortrag hören werden und sicherlich auch mit hochinteressanten Bildern. Ich freue mich sehr, dass Frau Professorin Karina Palax, Professorin für internationale Planungssysteme im Fachbereich Raum- und Umweltplanung an der TU Kaiserslautern hier ist. Und ich werde sie wie immer nachher auch etwas näher vorstellen. Sie ist aber wirklich eine ausgewiesene Expertin. Und ich freue mich sehr, dass wir wirklich, nachdem wir unsere beiden Überblicksvorträgen von Professor Schneider sowie von Professor Büttner, die sowohl das globale Bevölkerungswachstum einerseits als auch den Bevölkerungsrückgang in vielen Industriestaaten andererseits erläuterten, dass wir jetzt heute, also wirklich zwei ebenfalls, denke ich, ja, kann man vielleicht sagen, paradoxe Phänomene zuwenden können. Ein von der international vergleichenden Forschung mitunter unterrepräsentiertes Feld der Forschung behandelt nämlich die unterschiedlichen Auswirkungen des demografischen Wandels auf verschiedene Regionen. Wie unterscheidet sich der Einfluss des Wandels in städtischen und ländlichen Regionen und mit welchen Problemen haben Städte und ländliche Räume im Hinblick auf veränderten Siedlungsstrukturen zu kämpfen? Auf globaler Ebene stehen sich zwei von kaum vorstellbaren Kontrast gekennzeichnete Phänomene gegenüber. Die eine letzten Endes natürlich, die es sehr erschwert oder sehr schwierig macht, vorausschauend wirklich Stadtplanung zu betreiben, und natürlich, wir werden vieles dazu hören. Auf der einen Seite haben wir es, und wir werden das natürlich hören, mit Megacities zu tun, Städten mit über 10 Millionen Einwohnern oder mehr, deren Bevölkerungskonzentration mitunter stetig steigt. Und ich hatte es einmal schon mal hier gesagt, weil ich denke an die Megacities von sehr viele, die also wesentlich mehr als 10 Millionen, sondern eher fast 20 Millionen sind. Und ich aus einer Nation komme mit nur 5 Millionen, dann ist das wirklich eine große Leistung zu überlegen, was das ist. Wir haben es natürlich also mit das Phänomen, das viele, wie wir es schon von Herrn Büttner vergangene Woche gehört haben, von Personen, die jetzt in die Stadt gezogen sind und die wir sehen, in der Hoffnung auch auf eine bessere Lebensmöglichkeit. Seit 2007 nämlich lebt mehr als die Hälfte der Menschen in Städten. 1950, nur als Relation, waren es eben andersrum, dass also mindestens die Hälfte der Bevölkerung auf dem Land lebt. Und wenn wir das historisch betrachten, ist das natürlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Schnell wachsende Städte hatten seit jeher Probleme damit, die stark ansteigende Zahl von Menschen versorgen zu können. Die Probleme der heutigen Megacities allerdings übertreffen zum Teil bei weitem der früheren Probleme der Großstädte in der Hochphase der Industrialisierung. Trinkwasser- und Nahrungsmittelversorgung, ein funktionierendes Abwassersystem, die Vermeidung von Verkehrschaos, ich weiß nicht, ob wir dazu was sehen werden, aber wenn wir die Bilder im Kopf hervorrufen von Bangkok bis Kairo, bis zu den Städten inzwischen in den chinesischen Megacities, dann wissen wir, was wir in etwa uns vorstellen können. Und natürlich ganz besonders ist das Problem, genügend Wohnraum zu schaffen, also ganz allgemein Infrastruktur der Megacities. Und auf der anderen Seite haben wir eben das andere Problem, die Shrinking Cities. Schrumpfende Städte, mit denen wir es wohl auch zu tun haben werden oder vielleicht bereits zu tun haben, zumindest wenn wir uns die Regionen anschauen. Wir kennen schon die Situation mit den neuen Bundesländern, wo wir es schon, also das hatten wir auch schon in unseren Vorträgen gehört und das wissen wir auch, wo wir von dem praktischen Arzt bis zum anderen infrastrukturelle Ausstattung große Probleme haben, wo wir überlegen, wie können wir diese Regionen attraktiver machen für neue Migration, Thema, was wir vor 2 Tagen behandelt haben in einer anderen Veranstaltung und wo wir es vielleicht mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu tun haben, nämlich die Fragestellung,
nicht nur im Hinblick auf Infrastruktur, sondern im Hinblick auf Willkommenskultur. Wie machen wir dann auch solche Regionen attraktiv für neue Migranten, die vielleicht aus anderen Kulturen kommen? Dann natürlich ist das weit mehr als also eine Infrastruktur in einem engeren Sinne. Wir haben es also, wie wir hören werden, mit der Problematik, eine gezielte Rückbau von Infrastruktur, wenn es so viele Schulen und so viele sonstige Bestandteile von Infrastruktur gibt, die natürlich auch also laufende Kosten verursachen. Beide Phänomene stellen die Stadtplanung vor ganz unterschiedliche und erhebliche Probleme in Bezug auf Infrastruktur und Wohnraumplanung. Welche Erkenntnisse, wollen wir fragen, können aus diesen konträren Entwicklungen gewonnen werden? Und welche Erfahrungen lassen sich auf eine moderne Stadtquartierpolitik übertragen? Heute Abend, ich habe es schon gesagt, haben wir mit Professorin Karine Pallax einen wirklich sehr ausgewiesene Experten gewinnen können. Und sie wird zum Thema gegenläufige Stadtentwicklungen, Megacities versus Shrinking Cities referieren und beide Phänomene skizzieren. Ich darf Sie jetzt vorstellen. Karine Pallax ist Professorin, ich hatte schon gesagt, für internationale Planungssysteme im Fachbereich Raum- und Umweltplanung der TU Kaiserslautern. Davor war sie als Programmdirektor der Forschungsgruppe zu schrumpfenden Städten am Center for Global Metropolitan Studies, GMS, und am Institute of Urban and Regional Development, IURD, der University of California, Berkeley, tätig. Vor ihrer Tätigkeit in den USA war sie Projektleiterin am Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Professor Pallax wurde an der TU Kaiserslautern promoviert und habilitierte sich an der TU Dresden. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit international vergleichender Stadt- und Regionalentwicklung, schrumpfenden Städten, Stadtwachstum, Planungskulturen und Planungstheorie. Sie ist in zahlreichen Gremien und Thinktanks in den Bereichen Raumplanung und internationale Stadtentwicklung engagiert, wobei insbesondere das Shrinking Cities International Research Network hier zu nennen ist, SCIRN zu nennen, und sie ist auch Mitbegründerin von diesem Netzwerk. Neben der Thematik der Megastädte wird also ihre Schwerpunkt heute die Shrinking Cities sein, und ich hatte es bereits erwähnt, das ist auch, wo sie, denke ich, das ist richtig, wenn ich das sage, Frau Pallax, wo sie mehr zu Hause sind, also bei den Megacities, aber selbstverständlich werden wir gerade diese spannende Bogen zu hören bekommen, und ich freue mich sehr jetzt auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank. So. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Professor Robertson von Trotha, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und Ihnen das Thema Megacities versus Shrinking Cities näher zu bringen. Wie Frau Professor Robertson von Trotha bereits erwähnt hat, ist mein Forschungsfeld seit 10 Jahren die schrumpfende Stadt, also Shrinking Cities. Aber ich persönlich bin auch immer begeistert von den Verknüpfungen zwischen Stadtschrumpfung und Stadtwachstum. Und daher finde ich, es ist eine Herausforderung, beides einmal gemeinsam zu betrachten. Ja, was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Zunächst werde ich internationale Trends vorstellen, die die Stadtentwicklung beeinflussen. Ich werde schließlich auf Typisierung und auf Wahrnehmungen von Stadtwachstum und Stadtschrumpfung eingehen, denn vieles ist ja auch in unseren Köpfen, wie wir überhaupt das Thema verstehen. Ich werde dann das Thema wieder aufsplitten und zunächst Megacities präsentieren und auch Shrinking Cities, Ihnen zeigen, welche Probleme es dort gibt und auch Beispiele nennen. Und schließlich werde ich Ihnen am Beispiel der Stadt Sao Paulo verdeutlichen, dass es auch Schrumpfung im Kontext von Megacities gibt. Also ein Paradoxon in sich. Und meinen Vortrag letztendlich mit ein paar Schlussfolgerungen abrunden.
Zunächst aber zu den sogenannten Megatrends. Einiges haben Sie ja in den vorausgehenden Veranstaltungen auch schon gehört. Ich habe dies aufgesplittet in die klassischen Säulen der Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Soziales, Umwelt und schließlich noch die Komponente Raum dazu ergänzt. Für die Wirtschaft ist natürlich, wenn es um globale Stadtentwicklungen geht, das Thema Globalisierung von herausragender Bedeutung. Globalisierung als postindustrieller Prozess mit all seinen Auswirkungen auf die Räume letztendlich. Es geht um die Vernetzung der globalen Wirtschaft. Die räumlichen Grenzen im wirtschaftlichen Handeln werden aufgehoben. Es kommt zu immer schnelleren, immer stärkeren Vernetzungen und auch zu natürlich Verlagerungen von Produktionsstandorten. Und letztendlich stehen die Städte im globalen Kontext auch in einem Wettbewerb zueinander. Ja, zunächst zu den einzelnen Trends. Globalisierung. Hier sehen Sie eine abgerissene Fabrik in Detroit. Dort war natürlich einmal das Zentrum des Wirtschaftswachstums. Das ist heute nicht mehr der Fall. Was sind hier die Konsequenzen für die Stadtplanung? Und die Aussagen in Rot, die lasse ich eigentlich immer von meinen Studierenden zusammentragen. Ich habe sie jetzt einfach für Sie einmal so völlig unreflektiert mitgebracht. Was sagen also Raumplanungsstudenten zu den Konsequenzen für die Stadtplanung, die sich in den einzelnen Handlungsfeldern trennen? Nun, zum einen muss man immer schneller auf Veränderungen reagieren. Stadtplanung, Raumentwicklung ist kein statisches Feld mehr. Es ist ein rapider Wandel, der auch die Rahmenbedingungen hier betrifft. Es gibt Politiken und Strategien mittlerweile sowohl für Rückbau als auch für Wachstum von Städten und diese können teilweise wirklich innerhalb von einer Stadt stattfinden. Und man muss viel stärker auf Flexibilität beim Flächenmanagement setzen und sich überlegen, welche Nutzung hat ein Gebäude heute, welche Nutzung hat es vielleicht in 10, 15 oder auch in 50 Jahren. Das Thema Soziales. Hier sind so die wesentlichen Trends, zum einen eine Polarisierung zwischen Arm und Reich, die sich immer stärker in den Städten ausweitet. Und das betrifft nicht nur die sogenannten Developing Countries, sondern auch Deutschland. Und natürlich das Thema demografischer Wandel, was hier für uns in einigen europäischen Staaten, in Deutschland, in Italien, aber auch in Japan zum Tragen kommt. Was sind hier die Konsequenzen für die Stadtplanung? Nun, Wohnraum muss zunächst einmal bezahlbar bleiben, auch in stark wachsenden Städten. Dann ist es aber auch notwendig, hier innerhalb der Städte eine Polarisierung zu vermeiden und sich zu überlegen, wie kann man denn Ghettoisierung entgegenwirken und eine Durchmischung von Stadtvierteln erzielen. Und letztendlich, gerade bei uns in Deutschland, ist das auch ein Thema, dass Planung generationsspezifisch durchgeführt werden muss. Das heißt, es gibt immer mehr ältere Menschen. Wie kann man diese stadtplanerisch auch integrieren? Das Thema Umwelt. Es zeigt sich im globalen Kontext ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber auch für Ressourceneffizienz. Und natürlich das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Hier sehen Sie ein Foto aus der San Francisco Bay Area. Was sind hier die Konsequenzen? Nun, zum einen muss man flächensparend und energieeffizient bauen. In Deutschland haben wir das Ziel, nur noch 30 Hektar pro Jahr zu verbauen. Schaffen wir das jemals? Im Moment sind es 80 Hektar. Es heißt aber auch, dass wir zukünftig Vorrangflächen freihalten müssen, insbesondere auch für den Hochwasserschutz. Und wenn man sich überlegt, dass der Meeresspiegel um 1 oder 2 Meter ansteigt, dann wären beispielsweise in der San Francisco Bay Area wesentliche Investitionen unter Wasser. Also ein Thema, was heute eigentlich schon ganz deutlich behandelt wird. Das Thema Raum. Hier hat Frau Robertson von Trotha ja bereits die Polarisierung zwischen Stadt und Land angesprochen. Es kommt zu einer Entleerung ländlicher Räume, vor allem in China, in Asien ist das ein Thema. Aber Stadtwachstum ist so die andere Seite der Medaille. Was sind hier die Konsequenzen? Müssen wir langfristig auch in Deutschland kleinere Dörfer aufgeben? Wie können wir Infrastrukturen sinnvoll und auch kosteneffizient für die Kommunen aufbereiten? In Deutschland haben wir die Leitlinie der gleichwertigen Lebensbedingungen in der Planung. Lässt sich das in Zukunft so durchsetzen nach wie vor? Und letztendlich in den Städten können wir hier langfristig bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das sind also die
Punkte, die die Studierenden zusammengetragen haben. Ich hoffe, heute Abend sind auch einige Studierende hier. Können Sie mal Ihren Finger heben, wer Studierende sind? Ah ja, na, also doch ein sehr durchmischtes Publikum, das freut mich sehr. Jetzt aber zur Verknüpfung, zur theoretischen Verknüpfung von Megacities und von Shrinking Cities. Es hat sehr viel auch mit dem Thema Wahrnehmung zu tun. Wie denkt man, sieht eine Megacity aus? Wie sieht eine Shrinking City aus? Nun, eine Megacity, hier sagt man, das sind Zentren von globaler Unternehmen, von der Wirtschaft. Sie sind international vernetzt. Sie wachsen natürlich, das ist klar. Und sie haben ein, ja, etwa positives Image. Und häufig gibt es ja auch eine Begriffsinflation. Es lässt sich nicht leicht sagen, was ist eine Megacity, was ist eine Global City und so weiter. Da gibt es verschiedene Begriffe, die zum Tragen kommen. Insgesamt kann man aber sagen, dass eine Megacity sich im Aufwärtstrend befindet. Beispiele wären hier beispielsweise Tokio, London, Paris, New York oder Frankfurt. Shrinking Cities, diese sind natürlich weniger bekannt, aber sie haben natürlich auch planerische Charakteristika. Sie befinden sich in einer wirtschaftlichen Krise. Sie müssen über mehrere Jahre hinweg Bevölkerungsverluste verzeichnen. Sie sind im Wesentlichen abgekoppelt heutzutage von der Weltwirtschaft. Sie haben ein negatives Image. Man kann hier fast von einem Loser-Image sprechen. Und sie befinden sich in einer Abwärtsspirale. Zunächst, was den Arbeitsmarkt betrifft, dann wandert die Bevölkerung ab und letztendlich befinden sich Stadtquartiere im Verfall. Beispiele hierfür, die sind weniger bekannt. Nagoya in Japan, Glasgow in England, Saint-Étienne in Frankreich, Youngstown in den USA und Leipzig in Deutschland. Und ich möchte jetzt gerne mal Sie im Publikum fragen, wer von Ihnen war denn schon mal in einer der hier genannten Megacities? Ja, doch der größere Teil, würde ich sagen. Wer war schon einmal in einer dieser Shrinking Cities? So, wer war in Nagoya? Aha, gibt's auch. Wer war in Glasgow? Sind auch immer einige. Saint-Étienne? Tatsächlich. Youngstown? Aha. Und Leipzig? Da müssen natürlich, weil es in Deutschland liegt, einige gewesen sein. Aber Sie sehen, es ist doch ein deutlicher Unterschied, was auch die Attraktivität dieser Städte betrifft. Aber nicht zuletzt habe ich hier noch etwas in die Mitte gemalt, nämlich den Space of Flows, der also ein Planungswissenschaftler Manuel Castells erfunden hat. Castells hat jahrelang auch in Berkeley gelehrt, war dort Professor und er hat dieses Thema Space of Flows eigentlich von der globalen Wirtschaft auf den Raum übertragen. Seine Beobachtung ist, dass sich Unternehmen in dem sogenannten Space of Flows befinden. Unternehmen suchen sich ihre Standorte nach den günstigsten Bedingungen aus und sie sind nicht statisch. Für die Städte hat das natürlich enorme Konsequenzen, denn die Städte sind place-based, ortsgebunden und sie müssen letztendlich mit den Konsequenzen von Wachstum und Schrumpfung leben und können sich nicht sehr schnell auf neue, veränderte Bedingungen einstellen. Hier also der deutliche Zusammenhang zwischen den wachsenden und den schrumpfenden Städten. Ich habe Ihnen aber auch versprochen, dass ich das Thema Wahrnehmung anspreche, denn häufig ist das Image der Städte, wird auch sehr stark durch die Medien geprägt. Und hier ist das amerikanische Forbes Magazine, bringt also für amerikanische, aber auch für globale Städte eigentlich im ja, regelmäßigen Turnus sogenannte Listen heraus, Hotlists von Dying Cities oder Growing Cities. Und wenn Sie sich mal die amerikanischen Fastest Dying Cities von 2008 ansehen, dann befinden sich fast alle im Rust Belt der USA. Also in Ohio oder in Michigan und teilweise eben auch in Massachusetts. Da sehen Sie die Stadt Canton, Ohio, Youngstown, Ohio, Flint, Scranton, Dayton, Cleveland, Springfield, Detroit. Dieses Beispiel werde ich Ihnen später auch als Beispiel einer schrumpfenden Stadt präsentieren. Buffalo, New York und auch Charleston. Die fastest growing cities, diese befinden sich fast alle im sogenannten Sunbelt, also in den Bereichen, in denen das Klima etwas günstiger ist. Austin, Texas, Charlotte, North Carolina, Houston, Texas, Dallas, Texas, Las Vegas, Nevada, Phoenix, Arizona und Sacramento, Kalifornien. Dann bringt das Forbes Magazine aber auch ganz plakativ
die Welt mit ins Spiel, also den globalen Kontext. Und wenn Sie sich für das Jahr 2010 die fastest growing cities, also die Städte mit dem größten Wachstum weltweit, einmal anschauen, dann sehen Sie, dass der größte Teil doch in Asien liegt. Hier haben Sie Chengdu in China, Chongqing in China. Sind das Städte, die, von denen Sie schon einmal gehört haben? Ja. Ahmedabad in Indien, Santiago de Chile, Raleigh-Durham, USA, also die einzige Stadt so in der westlichen Welt. Und Raleigh-Durham, muss man sagen, hat es verstanden, sich als Standort der Hightech-Industrie in den USA zu profilieren. Tel Aviv, Israel, Kuala Lumpur, Malaysia, Hanoi, Vietnam und Bangalore in Indien. Also viele Städte auch wirklich im Hightech-Sektor. Was sind die Ghost Cities von 2100? Das ist natürlich eine sehr provokante These, bis ins Jahr 2100 zu schauen. Aber auch hier hat das Forbes Magazine einmal Prognosen gewagt. Es sind also Städte wie Banjul, Gambia, Detroit, USA, Ivanovo, Mexico City, Neapel, San Francisco, Timbuktu und Venedig. Und bei einigen ist es klar, dass sie von bestimmten Katastrophen oder auch klimatischen Veränderungen betroffen sind, die sie einfach möglicherweise verschwinden lassen. Bei Banjul ist es, glaube ich, die Wüste, Detroit, da ist es eben der Schrumpfungsprozess. Detroit hatte einmal 1,8 Millionen Einwohner, jetzt sind es noch 700.000. Wenn es so weitergeht, ist die Stadt irgendwann weg. Ivanovo ist es ähnlich, also auch eine schrumpfende Stadt. Bei Mexico City ist es, glaube ich, auch die Erdbebenanfälligkeit. Neapel, hier könnte der Vesuv einmal die Stadt verschlucken. San Francisco, wie gesagt, der Meeresspiegel könnte die Stadt treffen. Sie liegt ja komplett von der Bay und vom Pazifik umgeben. Timbuktu, Mali, ich glaube, hier war es die Wüste, also müsste ich nochmal nachschauen, weiß ich jetzt nicht so 100%. Und in Venedig, naja, da wissen Sie ja alle, dass das Fundament von Venedig irgendwann mal verrotten könnte und dann ist die Stadt weg. Es gibt aber auch hier in Deutschland Städte, die von negativem Image gekennzeichnet sind. Und Sie wissen, Kaiserslautern ist ja in Rheinland-Pfalz und eine Stadt in der Nähe ist Pirmasens. Ich sage meinen Studenten dann immer gern dieses rheinland-pfälzische Beispiel auch. Pirmasens ging einmal durch die Presse, dass es die Stadt mit der niedrigsten Lebenserwartung ist. Und das war natürlich auch sehr schlecht fürs Image. Pirmasens als schrumpfende Stadt. Und da hat man dann versucht, irgendwelche Gründe zu finden. Man hat dann gesagt, ja, wir haben so viele Altenheime, bei uns sterben einfach alle Leute. Das ist eben so das Kennzeichen für Pirmasens. Also Sie sehen, die Wahrnehmung solcher Städte und die Medien machen sehr viel, tragen sehr viel auch zum Image der Städte bei. Nun aber zum Thema Megacities. Das ist also eine Übersicht der Lage von Megacities im Jahr 2015. Auch hier können Sie Konzentrationen erkennen. Sie sehen also, dass die meisten der Megacities tatsächlich sich im asiatischen Raum befinden und dass dort ein enormer Wachstumsdruck besteht. Im australischen Kontinent haben Sie keine einzige Megacity. Sie sehen vereinzelt welche im südamerikanischen, nordamerikanischen Raum, wenige in Afrika und in Europa einige. Aber wie gesagt, Asien ist so das Zentrum, wo das größte Stadtwachstum tatsächlich auch passiert. Was sind die Gründe für Wachstum? Vielleicht haben Sie einiges hier schon gehört. Natürlich geht es um die natürliche Bevölkerungsentwicklung, auch um Zuwanderung, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, weiche Standortfaktoren, die geografische Lage natürlich, das Vorhandensein von Infrastruktur zieht die Leute in die Städte, auch der technische Fortschritt, der teilweise forciert wird, wenn Sie an das Thema Bangalore denken, dort also als Backbone der Hightech-Industrie, als wesentlicher Anziehungspunkt eben für die Bildungselite einer gesamten Nation in Indien. Das Vorhandensein überhaupt von Bildungs- und Forschungseinrichtungen, dann Wohnraumangebot, was aber auch wieder ein Problem ist natürlich im Wachstum und letztendlich das Thema Urbanisierung als politisches Ziel. Das ist beispielsweise der Fall, wenn es um neue Hauptstädte geht oder auch wenn es um die Urbanisierung des Landes China geht. Was sind die Auswirkungen? Hier können Sie sich vorstellen, dass es doch sehr viele gibt und dass es nicht nur positiv ist, wenn eine Stadt wächst. Ich habe Ihnen ja gezeigt, eigentlich haben wachsende Städte ein positives Image. Natürlich, sie sind
Anziehungsfaktoren, aber das stellt natürlich die Planung auch vor Probleme. Es gibt einen erhöhten Infrastrukturbedarf, es kommt zu weiteren Flächenversiedlungen, Umweltbelastungen, Wohnraum ist ein großes Problem. Es kommt zu einem starken Anstieg der Boden- und der Landpreise, ein Versorgungsdruck insgesamt. Es kommt zu bestimmten Segregationsprozessen auch. In verschiedenen Städten gibt es mittlerweile Slums und natürlich steigt auch die Armut an. Es kann für die Städte natürlich auch höhere Steuereinnahmen bedeuten. Urban Sprawl ist ein großes Thema und überhaupt kommt es dazu, dass sich die Städte überlegen müssen, wie sie mit ihrem Umland kooperieren. Und letztendlich müssen auch von den Städten höhere Soziallasten geleistet werden, wenn es also darum geht, eben Schulen oder Kindergärten vorzuhalten. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht aus Asien, also aus dem wesentlichen Zentrum des Megacity-Wachstums, und zwar die Stadt Shanghai. Hier sehen Sie, wie sich die Kernstadt entwickelt hat, also lediglich die Kernstadt. Im Jahr 1800 200.000 Einwohner, im Jahr 2000 nahezu 9 Millionen. Und die Metropolregion beherbergt mittlerweile 23 Millionen Einwohner. Das ist also eine Zahl aus dem Jahr 2011. Sie können sich vorstellen, dass man hier einiges leisten muss. Und es geht nicht nur darum, die Stadt an sich zu entwickeln, sondern letztendlich satellitenartig den Metropolraum zu entwickeln. Das heißt, es ist tatsächlich mittlerweile ein Mekka auch für Stadtplaner geworden, die dort neue Städte entwickeln. Und hier ist beispielsweise die Stadt Lingang in dieser Metropolregion. Lingang New City, also eine neue Stadt, 60 Kilometer südöstlich von Shanghai, interessanterweise geplant durch ein deutsches Planungsbüro von Gerkan, Mark und Partner. Wenn Sie sich diesen Idealstadtgrundriss anschauen, hat der noch viel mit einer chinesischen Stadt zu tun. Es gibt bestimmte Wachstumsmotoren natürlich insgesamt für Shanghai und hier ist es ganz speziell eben das Thema Industrie und auch der Hafen. Die Stadt als wirklich eine Stadt vom Reißbrett ist konzipiert für 800.000 Einwohner. Das kann man sich von der deutschen Situation gar nicht vorstellen, dass man hier eine Stadt mit 800.000 Einwohnern irgendwo unterbringen sollte oder könnte. 2010 gab es schon 600.000 Einwohner. Das zeigt also auch, dass in China sehr effizient geplant wird. Vom Reißbrett entworfen und ein paar Jahre später schon 600.000 Einwohner. Es handelt sich tatsächlich um eine Idealstadt. Und wenn Sie zurückdenken an Ebenezer Howard, an die Gartenstadtbewegung, dann lässt das wieder grüßen. Im Zentrum befindet sich ein See, das heißt, es hat schon eine Lebensqualität, die hier auch geschaffen wird, mit einem Badestrand. Es kommen westliche Planungsprinzipien zum Tragen, wie beispielsweise eine Mischnutzung, Büros, Einkaufspassagen und Wohnen. Es gibt einen städtischen Grüngürtel, der auch als Erholungsfläche dienen soll und dann kommen eben Wohnsiedlungen. Es ist also eine Art idealtypische Verkehrserschließung, die also nicht nur auf dem Auto basiert, sondern es soll auch eine Straßenbahnlinie geschaffen werden und es ist vorgesehen, dass die Stadtmitte weitgehend autofrei ist. Also hier eine Idealstadt, die in dieser Region Shanghai geplant wurde. Ich habe schon gesagt, also China als Mekka auch für deutsche Planer und man kann sich eben freuen als Planer, wenn man hier Fuß gefasst hat. Und es gibt tatsächlich sehr viele deutsche Planungsbüros, die mittlerweile auch in China tätig sind, also durchaus auch ein Arbeitsmarkt für Planer aus Deutschland. Wenn Sie denken, Albert Speer und Partner hat ein Büro in Shanghai, Hen Architekten in Shanghai und Peking, Dres und Sommer in Shanghai und so weiter. Und auch für das Fach Architektur wird mittlerweile das Ausland tatsächlich als wesentlicher Markt gesehen. Das ist nicht nur China so, Australien bildet beispielsweise traditionell wenig Planer und Architekten aus und man sucht dort auch eigentlich immer nach Absolventen aus Deutschland, aus den USA, die dort sich in der Planung dann austoben können. So viel zum Thema wachsende Städte. Shrinking Cities ist, wie gesagt, mein persönliches Forschungsfeld und die Gründe für Schrumpfung sind sehr vielfältig.
In meiner eigenen Forschung beschäftige ich mich mit den Städten, die von wirtschaftlichen Transformationsprozessen betroffen sind. Und das ist eigentlich auch so das, was man von Deutschland kennt. Städte aus dem Ruhrgebiet, die Bevölkerung verloren haben, weil eben die Stahlindustrie weg ist. Aber es gibt sehr vielfältige Gründe für schrumpfende Städte. Demografischer Wandel ist ein Grund, also die Bevölkerungsrate, die zurückgeht. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur Deutschland, das betrifft auch weitere Staaten. Was die Wirtschaft betrifft, gibt es diese verschiedenen Zyklen der Industrialisierung und der Deindustrialisierung. Hier sind es dann häufig auch eben gerade Standorte der Bergbauindustrie. Und das betrifft nicht nur Deutschland, es gibt schrumpfende Städte mittlerweile auch in Asien. Sogar China hat schrumpfende Städte, auch wenn die natürlich nicht in der Diskussion sind. In Australien gibt es einige Bergbaustädte, die schrumpfen. Es gibt auch soziale und kulturelle Gründe, die dazu führen, dass bestimmte Städte schrumpfen, oder es ist eine Überlagerung dieser Gründe. Beispielsweise gibt es in Frankreich mittlerweile den Trend, eher an die Küsten zu ziehen, und ja, die innerstaatlichen Städte schrumpfen. Es gibt natürlich auch umweltbezogene Gründe. In Australien gibt es mittlerweile Regionen, die sind vom Klimawandel betroffen, von der Dürre betroffen, dass die nicht mehr bewohnbar sind. Es gibt auch politische Gründe, wenn es beispielsweise um Umsiedlungen in bestimmten Gebieten geht. Und letztendlich auch im kleinräumigen Bereich, also Suburbanisierung, führt ja auch dazu, dass die Kernstädte schrumpfen. Also sie haben ein vielfältiges Konglomerat an Gründen und vielfach überlappen die sich. Was sind die Probleme? Wenn Sie jetzt wieder denken an die industrielle Transformation, hier kommt es zum Wegfall von Arbeitsplätzen, die Bevölkerung wandert ab, und das nicht nur aus den einzelnen Städten, vielfach aus Regionen, aus den Rust Belts in der Welt, aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Rust Belt eben in den USA. Es kommt zum Verlust von Investitionen und von Ressourcen, letztendlich auch von einem gewissen Status, dem Image einer Stadt. Die wirtschaftliche und soziale Basis bröckelt weg, und letztendlich sind dann auch Stadtviertel betroffen. Was die schrumpfenden Städte betrifft, möchte ich auf das Thema USA eingehen. Dort habe ich über längere Jahre geforscht, und ich habe Ihnen hier die Top 20 der schrumpfenden Städte in den USA mitgebracht in den Jahren 2000 bis 2004. Hier können Sie sehen, dass sich im Wesentlichen drei Cluster ausmachen lassen. Zum einen der typische Rust Belt, also hier oben im Nordwesten der USA gelegen. Dann ein Cluster eher im südöstlichen Teil, das ist also um die Stadt New Orleans gelegen. Und New Orleans war tatsächlich, bevor Hurricane Katrina die Stadt getroffen hat, schon eine schrumpfende Stadt aufgrund der Hafeninfrastruktur. Und interessanterweise auch ein nicht so bekanntes Schrumpfungscluster, nämlich um die Stadt San Francisco herum. In den Jahren 2000 bis 2004, also zu Beginn des neuen Jahrtausends, gab es nämlich dort den Einbruch der Dotcom-Industrie im Silicon Valley. Und dieser Einbruch in der Hightech-Industrie hat tatsächlich dazu geführt, dass in dieser Region mit etwa 7 Millionen Einwohnern 400.000 Arbeitsplätze weggefallen sind. 400.000 Arbeitsplätze in der San Francisco Bay Area. Das heißt also, San Francisco war auf Platz 4 der schrumpfenden Städte in den USA in dieser Zeit. Nun, es handelt sich nicht um ein typisches Beispiel für Stadtschrumpfung. Und die Bay Area hat durch das Silicon Valley, durch die Weltklasse-Universitäten und Forschungseinrichtungen auch das Potenzial, sich immer wieder zu erholen. Das heißt, das ist jetzt keine dramatische Situation dort. Und mittlerweile ist San Francisco auch nicht mehr auf dieser Hitliste drauf. Für mich immer interessant die Stadt Detroit. Detroit so als Moloch, als Ikone der schrumpfenden Städte weltweit eigentlich, weil es so die größte Stadt ist, die schrumpft. Und sie ist auch in der Wissenschaft schon sehr intensiv beforscht worden. Ich will Ihnen gerade nochmal zeigen, wo sich die Stadt befindet. Eigentlich auch in einer sehr eigentlich attraktiven Lage. Ja, was passierte in Detroit? Hier sehen Sie also nochmal die Bevölkerungszahlen schwarz auf weiß. 1950 über 1,8 Millionen,
im Zensus im Jahr 2000 dann einen Bevölkerungsverlust, der die Hälfte der Bevölkerung ausmacht, auf 900.000 Einwohner. Im Jahr 2007 etwas gemäßigt, 916.000 Einwohner. Aber der Zensus des Jahres 2010 hat deutlich gemacht, wie stark eigentlich die aktuelle Wirtschaftskrise, die ja 2008 eingesetzt hat, die schrumpfenden Städte getroffen hat. Detroit hat also zwischen 2000 und 2010 nochmal 25% der Bevölkerung eingebußt. Sie sehen also, es ist keine Trendwende für diese Stadt in Sicht. Sie werden sich vielleicht dafür interessieren, was die Stadt eigentlich unternommen hat, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen. Und es sind wirklich städtische Strategien, die hier greifen. Es gibt nicht wie in Deutschland ein Programm Stadtumbau Ost oder Stadtumbau im Rust Belt oder Stadtumbau West. In den USA sind die Städte weitgehend auf sich selbst gestellt, was die Revitalisierung betrifft. Und selbst wenn man mit Planern sich unterhält, die in den USA Regionalplanung machen, die schrumpfende Städte bearbeiten, die sagen, oh, shrinking, it's a regional phenomenon, it's not a national phenomenon. Das ist kein nationales Phänomen, auch wenn so viele Städte dort von der Schrumpfung betroffen sind. Sie sehen also eine völlig andere Wahrnehmung, als wir sie hier in Deutschland haben. Und das heißt auch ein anderer Umgang in der Planung mit diesen Städten. Es gab also einen ersten Plan für Detroit, initiiert durch die Planungskommission, also durch die Stadtplanungsbehörde im Wesentlichen aus den 90er Jahren. Und hier ging es darum, die Stadt zurückzubauen. Man hat gesagt, wir müssen sehen, wo sind eigentlich die Leerstände? Was können wir damit machen? Wir können es uns nicht mehr leisten, die Infrastruktur hier aufrechtzuerhalten. Also Strom für die Stadtviertel bereitzustellen, Straßen zu erneuern, Müllabfuhr durchlaufen zu lassen. Wir müssen also die Bewohner umsiedeln, wir reißen die Gebäude ab, wir bauen unsere Infrastruktur zurück. Und letztendlich, ja, was passiert mit dem Gelände? Das soll einfach mal die natürliche Landschaft zum Tragen kommen. Schlussfertig. So leicht geht es natürlich nicht, denn ein solcher Plan, der von oben initiiert wird, der stößt natürlich in den Siedlungsbereichen bei den Bevölkern auf Widerstand. Die sagen, warum sollen wir denn hier umsiedeln, nur weil ihr die Finanzierung nicht mehr tragen könnt. Und daher ist dieser Plan auch gescheitert. Mittlerweile ist es so, dass Detroit sich verschiedene Strategien überlegt hat, wie man mit der Stadt umgehen soll. Und Sie sehen hier insgesamt in dunkelblau dargestellt die Flächen im Stadtkörper, die also von besonderem Leerstand betroffen sind. Also hier gibt es teilweise 60% Leerstand in der Stadt. Und Sie sehen also, je blauer, umso mehr Leerstände gibt es im Gebäudebestand und Sie sehen also kaum Flecken, die noch einigermaßen intakt sind. Es ist also tatsächlich eine Perforation. Was hat man nun für Strategien überlegt? Das sind im Wesentlichen drei. Das eine ist immer noch die Idee des Right-Sizing, also Rückbau, gezielter Rückbau und eben auch Abreißen von Gebäuden. Das zweite ist Riverfront Development, also die Planung, es gibt einen Fluss in Detroit, den Detroit River, dass man den Bereich, der eben früher stark industrialisiert war, aufwertet und für die Bevölkerung zugänglich macht. Das dritte ist, man hat natürlich, wenn man anfängt, irgendwo zurückzubauen, sehr viel freie Flächen. Und da ist eben das Thema, dass man nicht nur sagt, wir überlassen die Flächen sich selbst, sondern man sagt, wir versuchen hier auch durch das Schaffen neuer Bewirtschaftungsperspektiven die urbane Agrikultur, also die Landwirtschaft, in die Stadt zurückzubringen. Zum ersten Thema, hier hat sich eine nachbarschaftsorientierte Initiative auch gegründet, die Next Detroit Neighborhood Initiative. Die gibt es seit 2007 und die besteht also aus Bewohnern der Stadt. Die hat also mit der Stadtplanung im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Nur, man möchte hier dem Verfall der Nachbarschaften entgegenwirken. Man versucht, bestimmte Bereiche intakt zu halten, zu revitalisieren. Man versucht hier auch die Bürgerschaft für die Nachbarschaften zu stärken
und letztendlich auch Personen zu vernetzen in der Stadt. Und die Stadtplanung selbst versucht also mit dieser Next Detroit Neighborhood Initiative zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, bestimmte Bereiche zurückzubauen. Das Gebäude, das Sie hier sehen, das ist also die, der ehemalige Bahnhof, also Central Station in Detroit, das steht leer. Und es ist aber mittlerweile so, dass das Touristen sogar anlockt, die dieses Gebäude sehen wollen, weil es so ein Symbol eben von Stadtschrumpfung ist. Also die Bahnlinie gibt es nicht mehr, der Bahnhof steht leer und es ist eben so im Niemandsland in Detroit. Aber was will die Stadt jetzt letztendlich machen in dieser neueren Planungsstrategie? Der Bürgermeister hat sich auf die Fahne gesetzt, letztendlich die, wie man so schön sagt, Blight, also Verschandlungen zu reduzieren. Und Sie können sich vorstellen, dass es in den amerikanischen Städten auch sehr viel Kriminalität gibt, das sogenannte Broken Window Syndrom. Ein Haus steht leer, es wird sofort alles rausgerissen, was nur irgendwie verwertbar ist. Und was interessanterweise in Japan auch wieder völlig anders ist. Dort könnten Sie nicht sehen, wenn ein Haus leer steht, da würde niemand was anfassen. Aber in USA ist es eben so, Broken Window wird sofort eben demoliert. Und das Ziel des Bürgermeisters ist es, zumindest 3000 Wohngebäude abzureißen. Und bis 2013 möglicherweise sogar 10.000. Und es gibt sogar eine kleine finanzielle Förderung aus Bundesmitteln heraus, aus einem Programm der Regierung, was eigentlich nicht nur für schrumpfende Städte ist, sondern insgesamt die Wirtschaftskrise bekämpfen soll. Und dieses Geld wird in Detroit eben für Abriss eingesetzt. Was hat man gemacht? Also man hat versucht, Bereiche zu identifizieren, in denen also sogenannte Demolition Orders verhängt werden. Und die ganzen blauen Punkte, die Sie hier sehen, das sind also die Gebäude, die abgerissen werden sollen. Und man versucht, das doch einigermaßen zu konzentrieren. Was hat man weiterhin gemacht? Hier ist also ein Plan zum Riverfront Development. Und Sie sehen hier, dass bestimmte Bereiche auch schon umgenutzt wurden. Es soll also auch eine Verzahnung, ja, ein sogenannter People Mover hier gemacht werden. Es sollen Bereiche sogar für Fischfang zugänglich gemacht werden. Es soll wirklich ein Angebot zur Attraktivierung geschaffen werden, um den Detroit River langfristig auch wieder für die Bevölkerung nutzbar zu machen. Der nächste Punkt, die urbane Agrikultur. Hier sehen Sie im Stadtgebiet von Detroit, welche Gemeinschaftsgärten es schon gibt. Das sind die grünen Punkte. Sie sehen Gebiete, in denen man sagen kann, es gibt einen höheren Anteil schon von Gemeinschaftsgärten. Und Sie sehen, es gibt auch bestimmte Bauernmärkte schon in der Stadt, wo es also wirklich darum geht, die Bevölkerung zu versorgen und eben die Produktion innerhalb der Stadt anzuregen. Da ich selbst an schrumpfenden Städten arbeite, kann ich Ihnen sagen, es gibt noch viele offene Fragen. Also die Forschung hat längst nicht alle offenen Punkte gelöst. Und generell stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Zukunft einer schrumpfenden Stadt? Ist es die Revitalisierung? Ist es die Verschönerung? Ist es Stadtgrün? Der Abriss? Die Konservierung? Oder letztendlich, wie Detroit es sich zunächst überlegt hat, die Vernachlässigung? Wie kann man überhaupt messen, welche Strategie funktioniert und welche gescheitert ist? Das ist ja vielfach ein Trial and Error. Also man versucht etwas und dann scheitert es. Wie kann man überhaupt kurzfristige Erfordernisse mit langfristigen abstimmen? Und häufig ist es ja so, dass man als Stadt versucht, Wachstum wieder zu initiieren und man hofft dann beispielsweise durch Callcenter die Entwicklung aufzuwerten oder durch ein Casino. Aber sind das die Dinge, die eine Stadt langfristig wirklich braucht? Wie kann man soziale Gerechtigkeit umsetzen? Das ist natürlich gerade ein Thema, wenn es an Umsiedlungen in der Stadt geht. Und letztendlich, an welchem Punkt weiß eine Stadt, dass sie sich nicht mehr erholen wird, dass sie nicht mehr die Schrumpfung in Wachstum umkehren kann? Das sind also wesentliche Fragen, die die Forschung noch beschäftigen. Ich habe Ihnen aber auch versprochen, dass ich das Thema Schrumpfung von Megacities behandle. Also Ihnen zeige, dass es nicht nur Wachstum gibt, sondern dass es auch durchaus Veränderungen und Schrumpfungsprozesse im Kontext
von Megacities gibt. Und das ist das Beispiel São Paulo in Brasilien. Es gibt tatsächlich typenschrumpfende Städte in Brasilien. Das eine ist ganz klar die Landflucht. Städte auf dem Land schrumpfen. Hier wird die Landwirtschaft modernisiert, es gibt weniger Arbeitsplätze und vor allem die jüngere Bevölkerung wandert ab. Also das klassische Schrumpfungsmuster der Landflucht. Dann gibt es aber auch hier Altindustriestädte, die beispielsweise betroffen sind, wenn sich Verkehrsinfrastrukturen verlagern aufgrund staatlicher Entscheidungen. So ein Beispiel werde ich Ihnen dann noch präsentieren. Es gibt aber auch den Bereich, dass mittlerweile bestimmte Zentren schrumpfen, weil die Bodenpreise zu hoch sind, weil die soziale Infrastruktur nicht vorhanden ist, weil die Umweltqualität schlecht ist, weil sie einfach nicht mehr attraktiv sind. Das sind die drei Typen schrumpfender Städte in Brasilien. Ursachen sind hier ziemlich breit. Zum einen ist es die Organisation der Siedlungsflächen. Und dieses Fallbeispiel stammt im Wesentlichen von einem Kollegen Sergio Moraes an der Itagi Valley University in Santa Catarina. Und er hat also dieses Fallbeispiel aufbereitet und er sagt, also dieses Oligopol ist dafür zuständig, dass es so viele illegale Siedlungen gibt und dass viele Leute gar keinen Zugang zum offiziellen Wohnungsmarkt bekommen. Es gibt kaum Flächennutzungspolitiken, Planung ist ganz klar investorbezogen und es gibt auch nicht wie in Deutschland beispielsweise sozialen Wohnungsbau. Und ich hatte dieses Jahr auch drei Studenten aus Brasilien in meiner Vorlesung zur internationalen Stadtentwicklung, da war es sehr spannend, das Thema mit denen zu diskutieren. Die haben gesagt, also bei uns, das Thema Korruption, das kennt man ja in Deutschland, glaube ich, nicht so. Es war also für die auch neu, wie bei uns geplant wird, im Gegensatz eben zu Brasilien. Dann natürlich die typischen Wohnformen. Mittlerweile sind Apartments, also sogenannte Gated Communities in sich, werden geschaffen und der Immobilienmarkt besteht eigentlich nur für Personen auch mit höherem Einkommen. Insgesamt kann man sagen, dass die Metropolen tatsächlich schrumpfen aufgrund eben dieser schlechten Lebensbedingungen und dass die Städte mittlerer Größe wachsen. Und möglicherweise haben Sie das in einem der vorhergehenden Vorträge auch schon gehört. Irgendwann wird es sicher einmal einen größeren Schrumpfungsprozess in Brasilien geben, weil die Geburtenrate mittlerweile bei 1,9 ist, also auch unterhalb der Reproduktionsrate. In den USA ist sie bei 2,1, in Deutschland 1,4 und hier ist es bislang noch ein Feld, das sehr ungewiss ist, welche Auswirkungen das auf brasilianische Städte haben wird. Aber hier nochmal das Beispiel aus der Metropolregion São Paulo. Die sehen Sie hier nochmal, wo sie also innerhalb des Staates liegt. Und hier eben im Kern dieser Metropolregion, die Stadt São Caetano do Sul, also ich spreche kein Portugiesisch, insofern ist meine Aussprache nicht so sehr gut hier. Und zum Vergleich, also die Metropolregion São Paulo beherbergt 19,8 Millionen, also durchaus eine Megacity auf 7,9 Quadratkilometern, die Bevölkerungsdichte mit 2,49 Einwohnern pro Quadratmeter. Die Stadt São Caetano do Sul ist eine kleinere Stadt mit 133.000 Einwohnern und die Bevölkerungsdichte ist allerdings sehr hoch. Es handelt sich eigentlich um eine eher reiche Stadt, kann man sagen, und Sie sehen, es sind so kleinstädtische Strukturen hier, also nicht unbedingt Megacity-Strukturen. Es gab allerdings einen deutlichen Schrumpfungsprozess in der Stadt und zwar so in den 1950er Jahren. Es war nämlich so, dass es hier eine Eisenbahnlinie gab, die sehen Sie hier, die war also eigentlich ausschlaggebend für das Wachstum dieser Stadt und diese Eisenbahnlinie wurde dann ihrer Bedeutung völlig abgewertet durch den Bau einer neuen Autobahn eben zum Hafen von Santos. Und hier kam es zunächst dazu, dass diese Bahnlinie wurde aufgegeben, die Unternehmen sind abgewandert und letztendlich ist die Bevölkerung dann auch ins Umland abgewandert und es hat sich so eine eher dezentrale Entwicklung ergeben. Also durchaus eine Schrumpfung auch innerhalb einer
Metropolregion. Wie sieht es heute hier aus? Also die ehemalige Bahnlinie, dort gibt es immer noch eben Brachflächen. Auf der anderen Seite liegt die Stadt natürlich eben attraktiv noch immer in dieser Metropolregion und es gibt also erneuten Siedlungsdruck und das ist also die neue Wohnbebauung, die durchaus eben auch kontrastreich zu diesem Wohngebiet, zu diesem Altindustriebereich auch liegt. Das Typische hier ist allerdings, dass hier eben nicht eine Planung erfolgt, die auch die ärmeren Bevölkerungsschichten berücksichtigt, sondern es ist ganz klar eben auch ein Bereich der Gentrifizierung, also es werden eben neue Shoppingcenter geplant, es werden Apartments für die Reichen geplant und es ist also keine Stadtentwicklung, die in irgendeiner Form eine soziale Komponente auch aufweist. Ja, mit diesem doch eher außergewöhnlichen Beispiel der Schrumpfung innerhalb einer Metropolregion möchte ich dann zu meinen Schlussfolgerungen auch überleiten und Ihnen nochmal deutlich machen, wie Schrumpfung und Wachstum eigentlich zusammenhängen. Beide polarisieren. Schrumpfung ist ein Tabu, Wachstum ist ein Erfolg. Ist das wirklich so? Das hat man vielfach in den Köpfen, aber es zeigt sich, dass Schrumpfung auch für manche Städte eine Chance zu mehr Grün bieten kann. Für andere Städte ist eben das Wachstum ein Überlastungsfaktor. Beide sind interdependent, sie hängen miteinander zusammen und es kann tatsächlich auch Wachstum in schrumpfenden Städten geben und Schrumpfung in wachsenden Städten. Sie folgen bestimmten Mustern. Es gibt natürlich das Sprawl-Muster, also das Stadtwachstum am Rand. Es gibt im Umkehrschluss den Donut-Effekt, der in wachsenden wie in schrumpfenden Metropolen vorkommt, dass also das Stadtzentrum eben Bevölkerung und Ressourcen verliert. Dann gibt es das Muster der Perforation, also das ist häufig eben der Fall in schrumpfenden Städten. Denken Sie an Leipzig, hier ist es eher so eine punktuelle Schrumpfung, aber natürlich auch Detroit punktuell und man versucht es auch eben durch dieses Right-Sizing weiter zu befördern. Und letztendlich sind sowohl Schrumpfung als auch Wachstum multidimensional. Es sind nicht nur Dinge, die eine einzelne Stadt betreffen, sondern es sind entweder Metropolräume, die betroffen sind vom Wachstum oder auch eben bestimmte regionale Kontexte. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch die Gelegenheit hätten, miteinander über dieses Thema zu diskutieren. Vielen Dank.